Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Morgen, liebe Camper, wir sind hier heute Ladebooster die dritte. Es ist jetzt zum größten Teil ist alles programmiert, aber da haben wir heute noch zwei, drei Fehler rausgeholt und so weiter. Jetzt können wir ja mal gucken, was hier passiert. So, der ist jetzt gelb am Blinken. Gelb heißt immer, er schaltet ab. Ja. Wir haben die Rapid-Funktion jetzt mal auf ein paar Sekunden. Das heißt, er geht jetzt immer 10 Sekunden Rapid laden und dann nach 10 Sekunden wieder aus. Nur ja, halt, um zu testen. Ja. Wenn ich jetzt drauf drücken würde, wird die Schnellfunktion angehen, ne? Ja, drück mal drauf, warte mal, ich schalte da ab. So, ich drück mal hier drauf, zack, jetzt ist der Rapid an. Jetzt 15 Ampere. Ja, ich kann jetzt 15 Ampere da drauf schicken, ich kann auch 20, was auch immer, nur wir müssen aufpassen, das ist eine 80 oder 90 oder 100 Ampere Starterbatterie, da kann man nicht wie ein Wilden drauf gehen. Früher bei dem Rapid haben wir 0,5, 0,6 Ampere Überwachung, konnte man natürlich programmieren, Notfunktion 3,5 oder 4 Ampere. Hier kann ich aber jetzt 15 eingeben. Ja? Dann macht er nur 10 Minuten oder 20 Minuten am Tag, um die Batterie immer fit zu halten. Jetzt geht er wieder im Schlaf. So sieht er dann aus. Also, wenn die Starterbatterie mal leer ist und der Aufbau natürlich seinen Strom hat, brauchst du kein ADAC, du brauchst gar nichts. Wir werden natürlich in Zukunft darauf achten, diese Taste muss erreichbar sein. Aber es gibt ja auch da diese Bus-Schnittstellen, wo wir dann einen Schalter machen können demnächst, dass der Schalter, was weiß ich, im Armaturenbrett sitzt, Auto springt nicht an, draufdrücken, der Aufbau hat genug, dann Stunde, dreiviertel Stunden kannst du Auto starten, ist das Thema durch. So, wir können ja jetzt mal das Auto starten. Wir sind jetzt eigentlich in dem Sinne, der Laptop macht gar nichts. Wir haben das Programm jetzt drauf, wir müssen die ganzen Fehler noch rausholen. Wir schauen mal, was jetzt hier passiert. So, dann gehe ich mal hier raus. So, dann müssten wir jetzt mal gucken. So, die Zündung ist an, der ist jetzt in Bereitschaft. Der hat kein D+. Das Zündungskabel brauchen wir nur aus Sicherheitsgründen. Mehr Funktion hat das Zündungskabel nicht. So, so wir haben jetzt Minus, dann starten wir mal. Die Zündung ist an, das wäre das gleiche wie bei der Start-Stopp-Funktion. Die muss auch berücksichtigt werden. Er ist in Bereitschaft, starte mal das Auto. Ja. 58, der wackelt noch, aber das wird jetzt, ich glaube, nächste Woche ist das weg, ne? Das ist heute ein Test. 56, 57, 51, 57, das ist da vom Programm noch. Ah, da ist natürlich schon ein Monster, ne? Also 60 Ampere, 70 Ampere, was auch immer. Ne? Das geht natürlich jetzt richtig zur Sache. Wie gesagt, es ist kein D+ dran. Im Programm wird demnächst angekreuzt der Button D+, ja, nein oder spannungsgesteuert. Aber das mit dem spannungsgesteuert, da gibt es auch viele, viele Probleme, wo ich das weiß, dass die Dinger alle nachlaufen. Ich kenne die ganze Problematik. Auch die Starterbatterie so dermaßen in die Knie zwingen, das passiert hier alles nicht. Schalte mal das Auto aus. So, Auto ist aus. Ja, ist der Booster sofort umgesprungen. Ja. Der ist jetzt auf die Rapid-Funktion, weil wir haben natürlich einen Wert eingegeben, dass er die nachladen soll. Ne? Ne? Siehst du, da ist er wieder aus. Na, starte mal. So, Booster ist an. Booster fährt hoch. 58,5 und so weiter. Der ist natürlich giftig. Ne? Leistung 780 Watt. Ne? Die Starterbatterie hat noch 13,3 Volt. Was sagt eigentlich die Lichtmaschinentemperatur? 62. Ja. Okay, ja, wir haben ja nur ein, zwei, wenn wir das jetzt 20 Minuten machen, jagt die Temperatur der Lichtmaschine richtig hoch. Ne? So, wir haben jetzt hier knapp 59 Ampere. Siehst du, da ist noch sehr unruhig, aber das wird noch gemacht. Ne? Und jetzt können wir mal das Auto ausmachen. So, und dann können wir mal gleich sehen, jetzt geht der in die Rapid-Funktion, was jetzt passiert. Schau mal, der holt sich jetzt aus dem Aufbau 15 Ampere und bringt die zur Starterbatterie. Jetzt geht die Starterbatterie hier hoch. Pass mal auf gleich, wenn der Rapid wiederkommt. Siehst du, guck mal, die Startbatterie hat nur noch 12,9.
Und jetzt kommt der Rapid gleich wieder. Da ist er. Starterbatterie geht sofort auf 13,2 hoch. Na, weil wenn wir jetzt den Wert angeben, die Starterbatterie bitte bei 13,4 halten. Jetzt macht er so lange, bis die 13,4 erreicht sind, mit einer Hysterese von 0,3 und 0,4 Volt. Und so passt er auf die Starterbatterie auf. Siehst du, jetzt haben wir wieder nur 12,8. Da ist der Rapid wieder an. Wir arbeiten jetzt rückwärts. Na, also der kann alles. 24 Volt, kein Problem und so weiter. D plus ja, D plus nein und so weiter. Also wir sind schon sehr, 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 sehr weit. Ne? So, man sieht jetzt hier, starte nochmal das Auto. So, macht jetzt alles alleine. Letztens haben wir das ja alles von Hand bedient. Aber das Programm ist nicht mal so eben gemacht. Zack. Also der schiebt jetzt auf dem Aufbau schon, Kinder, das ist schon eine Liga. Ne? Ich könnte den sogar noch etwas höher stellen, könnten wir. Kannst du mal was dabei machen, würde mich mal interessieren. Also der Bursche kann richtig was. Nur mal um zu zeigen, wie wir den verkaufen und wie wir den zulassen, das ist eine andere Geschichte. Ist auch sehr, sehr fett verkabelt. Sag mal, neu starten. Ja. Hier. 63 Ampere gehen jetzt im Aufbau aus der Zigarettenschachtel. Ne? Wir haben das ja letztens, habe ich das ja auch am Wochenende und er bleibt noch kühl. Ne? Wir haben hier gerade hier 65 oder 68 Ampere gehabt und dann haben wir den Booster abgeschaltet. Der hat uns aus der Starterbatterie über 80 Ampere rausgeholt. Das ist die Schutzschaltung, weil wir das gar nicht wollen. Ja, weil der Wert hier, der liegt da jetzt 10 Ampere höher. Und dann haben wir ganz einfach gesagt, dann brechen wir ab. Der hat so viele Schutzschaltungen hatte drin, hier. Weil da auf 80 Ampere gegangen ist. Wir wollen den Ladebooster mit maximal 60 Ampere verkaufen, installieren, was auch immer. Jetzt hat aber ein Kunde noch zwei Bleibatterien drin, 100 Ampere Stunden, ja. Dann haue ich da keine 60 Ampere drauf, weil es einfach für eine Bleibatterie nicht gut ist. Dann würde man irgendwo 15% irgendwo rechnen, 15% von der Nennkapazität, 15%, das ist so ein sehr, sehr guter Wert. Dann würde man da mit 30 Ampere arbeiten, aber keine 60 auf die beiden Bleibatterien oder Gelbatterien, läuft alles unter Blei, was auch immer. Also der ist hochintelligent, wirklich, der ist ein ganz ausgebuffter Bursche. Es muss jetzt nur alles noch rein, wir haben heute Morgen so viele Tests gefahren. Wie reagiert der Booster läuft, während der Fahrt macht einer den Föhn an. Ja, wie nennst du das, diese Flanken, die musstest du alle heute noch programmieren. Ne? Die Erkennung, ob der Motor läuft, ob der Motor nicht läuft. Denn wenn wir auf konstante Spannungen reagieren, nehmen wir mal an, wir machen bei 14 Volt den Booster an und bei 13 Volt den Booster aus. Dann haben wir das Problem, dass sich diese Spannungen ja durch Wärme, Alterung, Belastung im Auto sich ja ständig ändern. Das heißt, die absoluten Spannungen sind ja praktisch uninteressant für uns. Mhm. Wichtig für uns ist der Spannungsverlauf pro Zeit. Mhm. Das nennen wir Flanke. Mhm. Und im ersten Video haben wir ja dieses Messgerät gezeigt, da haben wir das mal aufgezeichnet. Wie verhält sich die Spannung, wenn der Motor läuft und wie verhält sich die Spannung, wenn der Motor nicht läuft? Mhm. In dem Moment, wenn wir den Booster einschalten. Ne? Ja, schön ist, dass du machst aus, sofort Ruhe hier, zack, sofort der Booster aus. Und wie schön der sich jetzt, das was der jetzt macht, das hört irgendwann, hört das von alleine auf. Wir wollen jetzt zu einem Wert, halte die Starterbatterie bitte bei 13,4 oder 13,5. Die hat er noch nicht. Wenn er den Wert erreicht, geht er aus. Und dann würde er 0,3, 0,4 Volt warten und würde die Starterbatterie immer fit halten. Darum ist er jetzt am Takten hier. Ne? Er taktet auch, weil wir den Takt, der normalerweise Stunden dauert, und so viel Zeit haben wir zum Testen jetzt nicht, haben wir den auf 10 Sekunden gesetzt. Naja. Nur zum Testen. Hm. Normalerweise, wie gesagt, dauert das einen ganzen Tag, bis der wieder angeht, ne? Je nachdem, was wir einstellen. Ja, also gut, kann den ganzen Tag ausbleiben, von mir aus geht dir eine Nacht einmal an oder wann auch immer, dein Auto bleibt startfähig. Dann ist ja egal, wenn jemand kommt und
du bist gerade in der Phase, wo er jetzt 10 Stunden nichts gemacht hat, dann kannst du ja immer noch den Nottaster drücken. Ja. Und dann geht er sofort an. Ja, ja. Dann drückst du einmal drauf, zack, lädst du deine Starter. Aber das ist schon. Aber du darfst nicht so kurz drücken, du musst schon eine Sekunde. Ja, kann ich ja hier richtig drücken. Ne? Zack. Siehst du, da habe ich ihn jetzt aktiviert. Viele Autos kriegen den so eingebaut, kommst du gut an dem Taster dran. Und wenn nicht, da haben wir die Dinger hier auch für die Temperatursensoren. Sind ja jetzt später die wie nennt man die? Verteiler. Ja, Verteiler, Busverteiler. Ne? Ja. Ich kann jetzt, du hast auch noch einen 5er oder einen 6er heute gehabt, ne? 2, 4 und 6. Ja, so, jetzt gehe ich hier rein zum Beispiel. Da mache ich mir einen Schalter für die Rapid-Funktion. Ne? Muss alles noch gefertigt werden. Du kriegst dann irgendwo Teile her, läuft ja. Egal. Jetzt mache ich hier einen Temperatursensor dran, Batterie 1, Batterie 2, Batterie 3, Batterie 4. Ja? Wir haben alle Möglichkeiten, ihm alle Adressen zu sagen. Ja? Lichtmaschinensensor, müssen wir mir auch sagen. Ja? Ne? Die Lichtmaschine wird im Sommer über 100 Grad gehen. Das Thema ist schon durch. Ja? Und dann im Stand am Rastplatz die Batterie, Klimaanlage läuft, komm, lass das Auto laufen, dass der richtig reinhaut. Viel Spaß mit der Lichtmaschine. Und da werden, wie es auch schon ist, ich habe mir da schon ein bisschen schlau gemacht, da ist eine Lichtmaschine, ruckzuck ist die weg. Und wir schalten ab, wir sagen, wir verhindern das. Ja, wir lassen die Lichtmaschine nicht auf 110 Grad und mehr kommen. Dann sagt der Booster ganz einfach, zack, die Hälfte. Dann kann er wieder runterfahren, weil das ist auch so große Mode. Ja, Auto läuft und ich brauche noch richtig Strom, die Klimaanlage zieht wie Hulle. Und er will immer 60, 70 Ampere auf die Batterien hauen, ja. Und da vorne läuft noch Gebläse und. Dann geht die Lichtmaschinentemperatur extrem hoch. Und diese Sicherheit haben wir hier eingebaut, ne? Das ist wirklich ganz, ganz große Klasse. Und dann sind die Dinger später, klack, klack, Stecker rein, fertig. Ja, liebe Camper, so sieht's mal wieder aus. Jetzt warten wir auf Teile. Aber du kriegst ja noch nicht mal einen Fernseher zurzeit her, geschweige Heizungsschlauch. Das ist im Augenblick ganz große Kacke. So. Ja, wenn euch das gefallen hat, ne, hier haben wir noch ein bisschen was aufgebaut. Ne, und Thomas ist noch dran. Das alles ganz haargenau. Der Booster geht nicht eher im Auto, bis der Booster tadellos läuft. Und nicht irgendwie könnte und wollte. Dafür testen wir das hier. Dann machen wir hinterher noch eine schöne Testfahrt. Ja. Und dann, wenn wir den Booster zur Verfügung stellen, kann man sich das Programm genau eingeben. 2 Bleibatterien, stell auf 30. Die Rapid-Funktion, was weiß ich, 15 Ampere. Niveau 12,2. Zack, ist das Ding fertig, hat der Kunde einen Booster. Ja, ob D+, ob spannungsgesteuert, alles kein Thema. Booster rein, zack, läuft sofort. Und nicht diese ganze Bastelei. Und das ganze Problem ist, warum machen wir das überhaupt? Warum mache ich überhaupt einen Booster, kann ich kaufen? Kinders, ich habe 2019, 2020, über 65 Ladebooster eingeschickt, alle im Arsch. Und das hat mir irgendwann auch gereicht, denn ich habe Trouble gehabt mit der Kundschaft. Ja, heute steht ein Auto draußen, der war in Amerika. Da habe ich einen Ladebooster nach Amerika geschickt, der ist jetzt nach 2 Jahren zurück, aber den wir geschickt haben, ist auch schon wieder im Arsch. Ja, aber das musst du auf Garantie kriegen. Da sage ich gestern, ruf doch mal den Hersteller an, interessiert mich nicht, ihr habt den eingebaut. Darum mache ich das selber. Ne, dann weiß ich, ich kann anders reagieren, ich brauche nichts einschicken, da im Karton packen. Ist irgendwas nicht in Ordnung, komm, klack, 1-2-1 wird getauscht, sofort Ruhe. Und wie gesagt, 60 Booster habe ich eingeschickt, 60 Stück, alle im Arsch. Und das hat mir der Gedanke gemacht, mach was Eigenes. Das dauert zwar, ich kann nichts daran ändern und die Bauteile und alles, was fehlt denn noch, Thomas? Gehäuse? Gehäuse fehlen, ja. Spulen fehlen. Spulen fehlen, Gehäuse fehlen. Gut, wir haben schon einen ganzen Teil, werden wir ja dann kriegen. Aber wir brauchen Menge. Wir brauchen richtig Menge. Extreme Menge. Was mir einige Händler geschrieben haben. Ich will 10, ich will 5. Ist Tatsache. Ich habe aber keinen. Das dauert. Ich kann nichts dran ändern. Kriegst keine Ware her. Und ich möchte ein Produkt, was ich nicht einschicken muss. Das ist ganz einfach so. Ja, kann alles kaputt gehen, ist alles kein Problem. Wird sofort 1-1 getauscht. Und das hat mir die... Ja, und vor allen Dingen Diebschalter 3 und Diebschalter 4 runter und Diebschalter 5, das ist, die Dinger sind 15 Jahre auf dem Markt und es ist nichts passiert. 15 Jahre von da nach da, fertig, bums, aus. Es ist keine Entwicklung beim Ladebooster stattgefunden, den hat man ganz vergessen. Das ist einfach so. Ne? Den einzigen, den ich da noch akzeptiere, Mastervolt hat da schon einiges gemacht,
Das ist auch schon eine ganz gute Sache. Aber die Lichtmaschine kümmert sich keiner drum. Aber das wird wieder so kommen. Ich habe die jetzt alle wach gemacht. Warte mal ab nächstes Jahr. Sag ich dir jetzt schon, Temperatursensor in der Lichtmaschine. Der Blödmann hat das doch uns wieder auf eine Idee gebracht. Aber das ist halt so, muss man auch halt mit leben. Aber man hat dem Booster keine richtige Aufmerksamkeit geschenkt. Früher hatte der 3-Diebschalter und 2 Jahre später hat er 5-Diebschalter. Fertig. Das ist alles nicht das, was ich wollte. Ne? Und man macht ein schönes Programm rein und fertig. Und nichts mit den Diebschalter rumspielen, das ist alles für den Arsch. Ist meine eigene Meinung. Und wir haben jetzt, wenn der Booster da ist, ein sehr, sehr stabiles Gerät, der sehr, sehr schlau ist und vor allen Dingen eure Lichtmaschine schützt. Und das macht zurzeit kein anderer Ladebooster. Morgen kommt wieder, ja, aber der, das will ich mir gar nicht anhören. Es macht nur der Ladebooster. Und wie gesagt, Bus. Ne? Und eben die Amperezahl. Ne? Das Zigarettenschächtelchen, da 60 Ampere da drauf knallt, braucht man aber, wenn du 2 große Lithium hast, dann soll schon was kommen. Ne? Und das ist auch ein guter Wert, wo die Lichtmaschine noch mit klarkommt. Ne? Gut, von den anderen könnte man auch 2 parallel schalten. Aber wir wollten jetzt einen Booster bringen mit 3 Diebschalter, ist genauso ein alten Mist, wie wir da haben. Ist genau das alte Mist, das hätte ich nie gemacht. Das Ding ist komplett busgesteuert, ja. Da machst du alles, schießt dein Programm rein und hast Ruhe. Du hast letztens zu mir gesagt, Thomas, wir kriegen die letzten 10 Fehlermeldungen, speichern wir alle. War so der Plan, damit wir mal wissen, wenn einer zurückkommt. Wir sind ja dran, ne? Was ist passiert? Dass man sehen kann, das geht aber nur, wenn man so ein Ding vernünftig steuert. Und wenn er einmal eingebaut ist, braucht da keiner mehr dran. So sieht es aus. Liebe Camper, wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, wir sind dran. Wir brauchen Teile. Aber im Augenblick ist irgendwie alles scheiße. Du kriegst keine richtige Ware. Ja, sagt jeder Zweite, sagt das. Die sind alle noch im Winterschlaf. Bleibt mir lieb, gesund und Daumen hoch.